Hallöchen, zurück hier im Titan Quest Advanced Tutorial, Folge Nummer 32. In der letzten Folge habe ich mich hierher gespielt, bis zum Minotauren, und da werden wir jetzt auch reingehen. Ich habe schon angekündigt, vermutlich, also es könnte passieren bei meiner aktuellen Ausrüstung, dass ich jetzt hier mal ins Gras beißen werde. Wir haben uns zuletzt noch ein Artefakt gecraftet, unser erstes Artefakt. Was mache ich denn hier? Ich brauche Intelligenz. Und haben dann noch einen Level abgezogen und jetzt gehen wir dann hier rein. Das ist voll und ich habe ja gesagt, ich möchte hier in erster Linie bei Geistesthermometer voll machen. Ich würde jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass es hier doch ein recht dicker Boss ist, doch mal ein paar Level hier in die statische Ladung machen, damit meine Sturmböe einfach nochmal ein bisschen aufgewertet wird. Wenn man sieht, also ich hatte jetzt vorher 10% Blitzschaden und jetzt sind es 28. Also es ist eine Steigerung um 18%, die ich jetzt dadurch erreiche. Das wird sicher meinem Schaden ganz gut über die Runden helfen. Die anderen Sachen, die ich mir hier holen könnte, ja, bringen mir an der Stelle jetzt noch nicht viel. Das, also für den Minotauren speziell, ist halt schade, weil ich jetzt hier nochmal eine Stufe länger warten muss, bis ich dann das auskillen kann. Aber gut, der Punkt hier ist ja nicht verloren. Deswegen schauen wir mal, dass wir mit der Sturmböe jetzt schön arbeiten. Ich könnte natürlich hergehen und könnte schon wieder von hier aus die ersten Sachen platt machen. Das möchte ich aber nicht. Ich will... I want to fight like a man, ja? So, da ist er schon. Irre wilder Stier. So, wir müssen nur schauen, dass wir uns gut bewegen. Dann ist das auch echt kein Problem. Aber man sieht schon, der lädt seine Ringe hier ordentlich auf. Ich mache jetzt als erstes mal diese Fallen hier kaputt, weil die lähmen mich natürlich. Kältefallen. So, und immer hier schön, dass er selber auch den Schaden frisst und beim Laufen wieder regenerieren. Also das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich trotz allem ein Witz. Man darf sich nur nicht zu arg von dem hauen lassen, dann geht es ganz gut. Zwischendurch mal einen Heiltrank saufen, dann, ist das eigentlich alles kein Problem. Ja, wenn erstmal die Fallen weg sind dann... Und ich dann eben vom Lauf, von der Laufgeschwindigkeit nur noch durch seinen eigenen Skill gelähmt werde, dann ist das, ja, dann ist es eigentlich ein Kinderspiel. Jetzt muss ich quasi nur noch in meiner Sturmböe umeinander laufen, dass der dann halt einfach hier immer schön den Schaden frisst. Ja. Und dann kann ich da auch draufballern. Ich darf mich nur nicht in Folge von ihm schlagen lassen, weil man sieht halt, mit jedem Schlag kriegt er einen Ansturmring dazu. In dem Moment, wo er mich natürlich trifft. Und je mehr solche Ringe der hat, desto mehr Schaden macht er natürlich bei mir. Und desto mehr shreddert er auch meine Verteidigungsqualität. Das heißt, dadurch haut er auch noch stärker zu. Okay, das war jetzt doch einfacher, als ich gedacht habe. Ich habe irgendwie gedacht, der lähmt mich mehr. Aber... Ah, okay. Nö. Keine Ahnung, warum der mich jetzt nicht noch mehr gelähmt hat. Also ich habe es irgendwie jetzt krasser erwartet. Aber dadurch, dass wir jetzt meine statische Ladung doch nochmal ein Stück hochgebracht haben, glaube ich, ging das Ganze jetzt doch schneller als erwartet. So, gut, das war also ein guter Skill. Und wir gehen jetzt hier runter. Und was ist hier? Halle des Kanals. Jetzt kommen erstmal 4 Statuen, die wir killen müssen. Und dann kommt der Telkine, den ich übrigens als leichtesten von allen empfinde. Ach, das ist ja auch witzig. Moment. Das Ding kann man killen? Ey, da bin ich jetzt gespannt. Was passiert, wenn ich das kill? Das habe ich noch nie ausprobiert. Hallo? Na, offensichtlich nimmt das Teil Schaden. Also diese 4 Statuen muss ich halt umbringen. Dann wird sozusagen dieses Band hier gelöst und ich kann den Telkine hier... das ist quasi jetzt aktuell noch eine fiktive Mauer, durch die ich nicht hindurch kann. Und dann wird dieses Band gelöst. Jetzt probiere ich mal, was passiert, wenn ich das kill? Ich will das jetzt wissen. Es ja, nimmt aber ordentlich Schaden. Also ich glaube, dass der Telkine jetzt keinen Schaden nimmt, weil ich denke, dass der jetzt unverwundbar ist, solange er da hinter seiner Mauer sitzt. Das wäre ja witzig, wenn der jetzt auch abkratzen würde dadurch. Da würde man wieder mal die Spielmechanik auf den Kopf stellen. Okay, ich sollte mich vielleicht von denen nicht hauen lassen. Geil. Oh! Okay, blöd, der... Das ging nach hinten los. Ach, das ist das Teil, was der immer kaputt macht, wenn seine Statuen da sind. Okay. Ja gut, jetzt habe ich mir den Kampf nur unnötig erschwert.
Ich würde sagen, da bin ich jetzt einfach mal selber schuld, ne? So. Ihr Freaks. So, Megalesius. Nicht genug, ja. Energie. Der Typ ist halt selber ein Fernkämpfer. Und ich kann seinen Geschossen ganz gut ausweichen, wenn er halt in der Sturmbühne rumsteht. Dann ist es eigentlich völlig wurscht. Ich kann einfach mich hinstellen und draufballern. Also deswegen ist der als Orakel eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch ein Witz. Zack, Sturmbühne drauf, immer wieder mal. Und dann einfach weiterballern. Weil wirklich Schaden tut er mir nicht. Und was passiert, wenn ich an... den brauche ich nicht. Wenn ich solche Bosse gekillt habe, hier der erste große Boss, der macht mir dann so eine mystische Kugel. Das sind sozusagen die Endboss... ja, der Endboss-Loot ist immer in so einer mystischen Kugel drin. Das ist halt, ja... Da prallen öfters mal so blaue Gegenstände raus. Kann man auch gut nutzen, deswegen werden diese Bosse auch gern gefarmt. Das heißt... Wenn man also den längst geschafft hat, trotzdem nochmal hingehen und schauen, ob man ihn nicht nochmal besiegen kann, um besseren Loot rauszubekommen. So, was haben wir hier? Bestickter Umhang der Verjüngung. Der ist zwar etwas mehr in der Rüstung, aber naja, vielleicht durch die prozentuale Regeneration ja, es ändert nichts, aber ich habe da... Also ich habe zwar einen geringeren Basisregenerationswert, aber höheren prozentualeren, und dann nehme ich einfach die paar Punkte Rüstung mehr mit. Das ist doch ganz nett. So, was haben wir dann hier noch? Oh. Ich habe allerdings schon tolle Beinwickel. Nö, die Verjüngungsbeinwickel, die ich jetzt habe, sind schon sehr gut. Die sind auch toll, mit 3,0 Grundregeneration. Und der plus 10 Rüstung, aber ich denke, dass die, die ich habe, auf jeden Fall besser sind. So, gehen wir weiter. Jetzt kommt hier so ein kleiner Mann. Hallo, wer bist du? Kyros, Orden des Prometheus. Du hast ihn vernichtet. Ja, Mann. Ich habe von meinem Versteck aus alles gesehen. Es war erstaunlich. Ich kann noch immer nicht glauben, dass ein Sterblicher es geschafft hat, einen Telkine zu erledigen. Leider gab es keine Möglichkeit, ihn davon abzuhalten, den Kanal zu zerstören. Jetzt sind wir von den Göttern abgeschnitten. Oh, da hätte ich mal eher kommen sollen, ne? Nicht wahr? Und sie können uns nicht helfen, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Wenn es keinen Weg... Bla, 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 bla. Der labert und labert und labert. So. Und nachdem wir den ersten Akt jetzt vollständig geschafft haben, haben wir eine Belohnung bekommen. Nämlich unser Gepäck ist wieder mal erweitert worden. Wir haben hier einen zweiten Gepäckbeutel hinzubekommen. Und einen dritten gibt es dann später noch dazu. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt noch mehr Items aufnehmen, bevor wir wieder zum nächsten Händler müssen. Und das passt uns gut in den Kragen. Und unsere... Hauptaufgabe wurde aktualisiert. Reisen Sie nach Rakotis in Ägypten und finden Sie Imhotep. Und jetzt müssen wir hier mal noch nach Delphi und unsere trauernde Witwe besuchen, bevor wir dann nach Ägypten reisen, weil Ägypten ist dann unser zweiter Akt. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall jetzt mal Griechenland durchgespielt und dann geht's halt in Ägypten weiter. So, wir gehen jetzt hier noch die Quests erledigen. Das war in Delphi. Dann sagen wir jetzt der armen Frau noch, dass wir ihren dicken Mann gekillt haben, indem wir diesen blöden Wildschweinmenschen hier in den Panas-Höhlen um die Ecke gebracht haben. So, wo ist sie? Da unten ist sie irgendwo. Lalala. Hallo? Ich habe schon wieder von meinem Mann geträumt. Ja, sein Schatten ist auch okay. Das kann ich verstehen. Land der Toten. Na gut, 3000 Erfahrungen. Naja, ein bisschen was hat's gebracht, aber nicht allzu viel. Jo, und dann verkaufen wir gleich unser Zeug. Und dann starten wir mit frischem Gepäck. Mit leerem Gepäckbeutel sozusagen in Ägypten. So, alles Verteidigungsmeisterschaft plus 1 sind eigentlich coole Schilde.
Selbst wenn ich einen Verteidiger spiele, ziehe ich eigentlich in der Regel Schilde vor bis ins späte Spiel, die mir Regeneration auf dem Schild bieten, weil das ist relativ gut machbar dann. Als Verteidigungscharakter kriegst du locker mal hier auf dem Level 50, 60 Gesundheitsregeneration hin, plus Skills, die das dann temporär noch erhöhen, da bist du dann locker mal bei 100 Punkten Gesundheitsregeneration. Das heißt, du regenerierst eigentlich den Schaden schneller, als den die Gegner verursachen. Und das macht halt Verteidiger ziemlich stark. So, Frostmond, blaues Item, werde ich wieder sammeln. Habe ich auch schon 50 Mal, aber ja, ist eigentlich ganz gut. Das kann ich sogar verwenden. Stimmt ja, ich bin ja hier ein Kältemagier. Im Moment mache ich zwar noch keinen Kälteschaden, aber ich werde hier über, also wenig, wenn ich dann aber mit meinem Stab kämpfe und dann den Sturmnimbus dazu nehme, dann werde ich später definitiv einen Kältestab nehmen, weil man da den meisten Schaden drauf bringt, durch so, also Verwendung von arktischen Ringen, wenn ich denn mal welche finde, also Kälteringe gibt es ja. Und da werde ich dann definitiv mit Kälte Schaden arbeiten. Okay, auf jeden Fall ist der jetzt für den Moment für meinen Stab besser, da ich aber nicht mit Stab vorrangig kämpfe, sondern mit der Sturmbö und die im Moment noch keinen Kälteschaden macht. Hier, sondern Blitzschaden, werde ich weiter an dem aktuellen Artefakt, an der aktuellen Halskette hier festhalten, weil die dann doch besser ist. Aber das Ding werde ich auf jeden Fall noch verwenden. Ist ein cooles Teil. So, den können wir weghauen. Was haben wir da noch? Hier, weg. Ja, das wäre jetzt was, wenn ich als Melee-Charakter unterwegs wäre. Nahkämpfer. So, und auch den hatten wir. Er hat uns gute Dienste geleistet und brauchen wir nicht mehr. Gut, so, dann gehen wir noch zu unserem Karawanen-Heini und geben die Relikte mal ab, weil in Ägypten finden wir dann andere Relikte. Ah, soll's, komm, die nehmen wir hier mit rein. Reines Gefieder bleibt mal noch, Mechanikteile auch. Wildschweine, definitiv werden wir jetzt keine mehr finden. Gift wird es wieder geben, da gibt es dann Skorpione und so. Erkranktes Gefieder wird es auch geben. Dämonenblut, Fledermauszahn, kann schon auch passieren, dass wir noch finden. Okay, jetzt lassen wir das mal alles da. Ja, das werden wir definitiv nicht mehr finden. Aegis der Athene weiß ich jetzt nicht. Könnte sein. Deine Last, Krieger. Auf jeden Fall wird es wieder Spektralmaterien geben. Das ist gut. Und Dämonenblut auch. Das ist schön. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück in unser Portal. Und dann werden wir hier noch nach Ägypten fahren. Und dann sind wir im zweiten Akt. Wunderbar. Jetzt gucken wir noch mal zur Kontrolle. Nebenaufgaben haben wir alle erledigt. Wunderbar. Und dann gehen wir rüber. Hallo, ich möchte nach Rakotis in Ägypten reisen. Yes, man. Settle over. Come on. So, natürlich neuer Akt, neue Gegnertypen, neue Geschwindigkeiten, neue Damage-Typen. Muss man aufpassen, am Anfang immer ein bisschen langsam spielen. Wobei ich finde, der Übergang vom Akt 1 zum Akt 2 ist relativ easy. Und hier wartet schon der Imhotep. Alter, gradliger, buckliger Gollum, hätte ich fast gesagt, Glöckner von Rakotis. Hallo! Gegrüßt, Reisender. Sei gegrüßt! Der ehrenwerte Phaedrus hat deine Taten gelobt und mich von deiner Ankunft unterrichtet. Gut. Selbst die Helden, weißt du Bescheid. Die Legenden hätten in einem Telkine vielleicht ihren Meister gefunden. Und doch feierst du einen Triumph, wo andere versagt hätten. Na ja, cool, ne? Griechenland. Kannst du ja was lernen. Das einzige Land, das von Monstern und anderen unnatürlichen Kreaturen geplagt wird. In Ägypten herrscht ebenfalls das Chaos. Oh je. Der Pharao ist aus dem Palast geflohen und versteckt sich nun. Nicht einmal ganze Heere können die Monster aufhalten. Ohne die Götter stehen wir auf verlorenem Posten. Ah nein, jetzt komm doch ich und helfe euch. Ich kenne
einen Weg, wie wir das göttliche Reich kontaktieren können. Alter, putz dir mal deine Zähne, ey. Der Kanal zerstört wurde. Es gibt eine Zeremonie, mit der wir vielleicht die Götter rufen können. Du musst zur großen Bibliothek von Rakotis gehen und die Schriftrolle der Beschwörung finden. Okay. Ich kann dich dabei nicht unterstützen, denn ich bin kein Krieger. Ich habe dringende Geschäfte in Saïs zu erledigen. Sobald du die Schriftrolle hast, musst du sie mir dorthin bringen. Ich werde im Tempel des Ptah sein. Alle unsere Hoffnungen ruhen nun auf dir. Okay, gut, wunderbar. Mein Freund, dann werden wir uns dort mal treffen. Ich besorge mir dieses Dingsi-Bumsi da und dann geht's weiter. Ne? Aber du gehst in der Zwischenzeit mal nach East zum Zahnarzt, bitte, weil das kann man ja nicht mit anschauen, wie du hier umeinander läufst, mein Freund. So, da waren wir ja erst. Brauchen wir nicht. Ups. Yo. Da brauchen wir auch nichts. Bam, Portal. Erstes Portal in Ägypten. So, was macht der? Was möchtest du? Ah, ja, können wir mal schauen hier. Der hat jetzt dann diese Stäbe, ne? Sieht man? Das sind diese Stäbe, die ich auch habe. Runenstab. Das findet man schon immer ein bisschen vorher dann auch, aber so insgesamt sind die Stäbe hier dann halt einfach, oder die Waffen, die man jetzt da findet, schon stärker. Auch die Monster sind nicht stärker. Der Übergang, wie gesagt, vom ersten zum zweiten Akt finde ich relativ gut machbar noch, weil die Steigerung da nicht so arg ist. So, hier kriegen wir gleich unsere nächste Nebenquest. Man sieht hier auch, Akt 1 ist da und Akt 2 ist jetzt freigeschalten. Nebenaufgabenliste ist leer. Akt 1 kann ich nochmal schauen, die haben alle gemacht. Wunderbar. Jetzt sind wir im Akt 2 und jetzt holen wir uns hier die erste Nebenquest. Hier ist es nicht sicher, die Stadt wurde überrannt. Wir halten hier nicht mehr durch. Ich muss hier stehen und Wache halten. Blöd, ja. Ach, wenn ich nur mein Schwert hätte. Aber du darfst dich wenigstens unterhalten und dich bewegen und musst nicht so dumm dastehen und schauen, dass du versuchst nicht zu lachen wie diese englischen Leibgarden im Palast in London. Ja, also ihr seht, die Gegner, die hier kommen, die sterben genauso schnell wie die vorher. Das sind so komische Tigerkatzen oder was, Schakal. Ja, und Schaden machen sie mir auch nicht wieder. Hä? Warum verrecken die, wenn die mich hauen? Ich habe überhaupt keine Reflexion. What the hell? Okay. Gibt's ja nicht. Ey, die sterben einfach, wenn die mich schlagen. Weil ich so schlau bin einfach hier. Nee, jetzt mal ernsthaft. Also das... Hat der noch eine Reflexion? Nein. Ah, doch. Aber nur... Also, nee. 10% Angriffsverlangsamungsvergeltung. Aber das ist ja eigentlich nur eine Verlangsamung ihrer Angriffe. Ah, hahaha. Blitzvergeltung. 15% Wahrscheinlichkeit für 90 Blitzvergeltung. Aber warum wirkt es dann nicht im Fernkampf? Das habe ich ja noch nie genutzt. Das ist mir auch noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Man sieht auch, also man, auch ich nach 10 Jahren Titan Quest lerne ich immer wieder noch was Neues kennen. Das finde ich jetzt bemerkenswert und sehr witzig. Aber es ist offensichtlich nur eine Fähigkeit, die für Nahkämpfer getriggert wird. Also weil der hier, der ballert ja ganz fröhlich auf mich ein. Und ich lache ihn aus. Hast du gesehen, wie der Diät? Hier, mein Freund, du. Das ist schade, weil wenn das auch auf Fernkämpfer wirken würde, das wäre cool. Dann müsste ich nicht zu jedem hinrennen. Ja. Hier, lustigen kleinen Äffchen. Sorry, ich muss euch töten. It's my job. Wo willst du denn hin? Bleib doch da. Alter, wo rennen die hin? Gut. So, gehen wir weiter hier hinten in dieses Viertel raus. Elends Viertel von Rakotis. Und hier haben wir dann gleich neue Gegnertypen, nämlich Skorpione. Hier haben wir sie.
Die machen einen Giftschaden. Das heißt, es wäre jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, irgendwann mal in nächster Zeit Giftwiderstand hochzubringen. Also wenn wir es irgendwo abgreifen können, werde ich es definitiv tun. Es ist aber jetzt auch nicht unbedingt essentiell, dass man es unbedingt machen muss. So, da ist einer. Wo kommt ihr denn her? Der hier drin. So, mal abkratzen. Scheiß auf den Gesundheitstrank. Weiter geht's! So, bam, da geht's weiter. So, irgendwo hier in diesem Viertel werden wir dann einen Schakal finden, der dieses Familienschwert hier von diesem Anheru bei sich trägt. Um unsere Nebenquests zu erledigen, sozusagen, müssen wir den killen. Und dann können wir dieses Schwert abgeben. Und es ist erstmal hier draußen noch eine Höhle. Mit recht hässlichen Viechern. So, eigentlich jetzt mal so grundsätzlich. Ich wollte ja eigentlich hier, ich habe ja gesagt, ich spiele jetzt mal Griechenland durch und schaue dann mal, wie es läuft und ob, wie viel Bock... Ah, da ist er schon. Hier. Da ist dieses Schwert. Nehmen wir das mit. Irgendwas Falsches habe ich jetzt aufgenommen. Hier, genau. So, Nebenaufgabe aktualisiert. Ich muss das System jetzt zurückbringen. Dieser Wächter an der... Diese Stadtwache ist das. Dem müssen wir das Schwert wieder bringen. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich, habe ja gesagt, ich möchte Griechenland durchspielen und dann weiterschauen. Wenn Interesse da ist, spiele ich noch weiter. Und ansonsten, ja, mal schauen, ob ich dann noch weitermache. Aber ich habe gerade eh Bock, das Orakel zu spielen. Also vielleicht nehme ich es auch einfach auf und lade es dann hoch. Mal gucken, ne? Aber jetzt ist erstmal das soweit gemacht, wie ich ja jetzt wieder angekündigt hatte. Und dann werde ich nach dieser Folge wohl erstmal vielleicht einen anderen Charakter wieder weiterspielen. Mal schauen. Oder aber ich wurde auch schon angefragt, wie gesagt, einfach vielleicht mal auf Englisch das Ganze zu machen. Nachdem aber Englisch bei mir schon so lange her ist und ich echt, also, ja, Englisch habe ich halt in der Schule gelernt. Gehen wir hier oben noch in diese Höhle dabei. Weiß ich nicht, ob ich das auf Englisch mache. Vielleicht versuche ich es mal. Ich nehme es mal auf und höre mir das mal selber an, wie sich das anhört. Und wenn man es einigermaßen lassen kann, dann gehe ich auch weiter. Ansonsten... Ach, keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal hier die Hülle sauber. Und dann schauen wir, ob da noch weitere Teile folgen werden hier in dem Tutorial. Oder ob ich dann mal was anderes mache. Oder ob ich dann mal meine Charaktere noch ein bisschen vorstellen werde. Oder vielleicht war auch die Anfrage da, also die sind recht hässlich, vor allem diese Viecher, die hasse ich mit Kämpfern, die auf physischen Schaden aus sind, weil die brutal viel Widerstand dagegen haben und einfach ewig nicht verrecken. Also die sind echt übelst ekelhaft, wenn man mit Nahkämpfern spielt, sind wirklich unangenehm, also da braucht man echt... Das sieht man auch, selbst mit der Sturmbö dauert es ewig, dass die hier mal niedergehen. Ich weiß nicht genau, wie viel Widerstand die haben, aber es ist immens. Also die sind echt extrem zäh. Genau. Ja. So, aber ob ich jetzt dann weitermache oder nicht, das... irgendwann wohl schon. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht in welcher Form. Ich wurde eben, wie gesagt, gefragt, ob ich nicht das vielleicht mal für andere Klassen auch mache. Jetzt habe ich ja hier eigentlich einen Sturmbeschwörer gezeigt, wie man da am Anfang spielen kann und damit gut zurechtkommt. So ein Tipps und Tricks Tutorial vielleicht für andere Klassen, wobei ich der Meinung bin, es gibt eigentlich schon einige Sachen auch im Internet, die da zumindest beschreiben, wie man theoretisch vorgehen könnte. Um bestimmte Charakterklassen zu skillen. Hallo? Hallo? Das ist krass, was das für eine Reichweite hat, ne? Hier, die sterben jetzt alle einfach so, ohne dass ich in der Nähe bin. Die da unten auch. Oh, und lassen schön ihre Essenzen fallen. Da gehen wir dann nachher noch vorbei und sammeln das dann auf. Oder halt irgendwann in einem späteren Tutorial.
Ich denke, ich mache das jetzt vielleicht noch so 5 Minuten weiter. Schauen wir mal. Und dann mache ich einen Cut und beende das Ganze hier an der Stelle erstmal. Wenn es euch gefällt und wenn ihr der Meinung seid, ich sollte noch weiterspielen, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann mache ich wahrscheinlich noch weiter. Wie gesagt, geplant ist es jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Ich werde es halt hier so als also Tutorial-Teil ist ja sowieso mehr oder weniger rum. Habe ja schon vorher gesagt, das war es ja eigentlich schon. Und deswegen deswegen sehe ich jetzt da eigentlich das, was ich machen wollte, als erledigt. Und alles, was jetzt da noch kommt, ist halt einfach Freestyle. So, jetzt sind wir in der Bibliothek. Da kommt gleich unser erster etwas größerer Boss wieder hier im Keller der Bibliothek. Ich danke den Göttern, dass du hier bist. Ich habe alles getan, was ich konnte, um die Bestien von der Bibliothek. Warum heulen die alle? Red doch mal normal, Junge. In unseren Archiven. Diese Monster brennen und zerstören alles. Ja, ach, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Deswegen brauchst du nicht so rumheulen. Dass in unseren heiligen Schriftrollen bewahrt wird. Bitte halte sie auf. Ja, alles klar. So, Archiv der Bibliothek. Ich bin jetzt hier unten. Hauen wir uns hier noch durch und dann, es geht relativ schnell. Die Bibliothek ist nicht allzu groß. Auch wenn man das eigentlich meinen könnte, ne? Bibliothek in Rakotis und so Griechenland, Ägypten, hier so die Weisheit schlechthin. Aber nö, die Bibliothek ist relativ klein. Ich glaube, vielleicht haben die damals auch schon alles bei YouTube hochgeladen und Google und so, Wikipedia. Haben nur nichts davon erzählt, weil irgendwie ihre ganzen Schriften und so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in so einer kleinen Bibliothek gelagert wird. Königliche Kiste! Und kommt ein... Nein, nur Mist, oder? Ja, nee. Nichts Brauchbares für uns jedenfalls aktuell. Hier haben wir eine neue Formel. Scharfe Klaue, was kann die? Durchschlagschaden, Angriffsgeschwindigkeit, Schaden, Bonus für alles, für alle Begleiter. Physischer Schaden. Sehr schön, weil das ist eines der wenigen Items, die auch wirklich für Begleiter den Schaden erhöhen kann. Und das ist schon ziemlich cool, weil normalerweise geht es eigentlich nur mit Stäben und mit Amulettenringen. Und da geht es dann auch tatsächlich mit diesem Artefakt. Das ist eigentlich ganz cool. So, jetzt haben wir hier noch welche. Freunde der Nacht, Freunde der Sonne, Freunde des guten Geschmacks und des schlechten Geschmacks und des Schwerts und der Scharmützel. Ich bring euch alle um die Ecke. Es tut mir leid. This is a good example of being in the wrong place at the wrong time. So, Knochen, Köpfe. Bam, 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 bam. Und einen Haufen Geister gibt es jetzt hier auch wieder. Hier hinten zum Beispiel. Ne, sind nur normale Skelette. Hä, wie, du stirbst nicht? Ramba Zamba, ich mag jetzt nicht mehr zurücklatschen. So, weiter geht's. So, hier diesen gelben Fackeln kann man sich immer orientieren. Da geht's immer weiter. Schalala, schalala. So, was ist da hinten noch? Das sind eigentlich nur Räume, wo man rein kann zum Fraggen. Aber das sind keine wichtigen Sachen mehr. Hallo? Ja, was macht ihr denn hier? Ihr armen Würstchen müsst hier im Keller der Bibliothek abgammeln, ey. Ehrlich, gibt schönere Orte, um sich aufzuhalten, ganz ehrlich. Meins wär's nicht. Aber gut, jedem das Seine, ne? Soll jeder so machen, wie er selber glücklich wird im Leben. Da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze. So, hier haben wir wieder Knochen, Freunde. Da haben wir Geister. Nein, auch Knochen. Hä, wo sind die Geister? Irgendwo hier sind auch Geister. Da. Nee, das sind gar keine mehr. Moment. Irgendwo hier werden wir auf Geister treffen. Ah, vielleicht erst im Keller? Nein, warum sind hier keine Geister? Ich dachte, hier sind Geister. So was aber auch.
Aber ist ja wurscht, ne? Egal, wie sie heißen. Wir bringen sie alle um. Völlig egal. Ist mir egal, ist mir egal. So, Keller der Bibliothek. Und da hinten hockt schon unser dicker, fetter, orangener, grüner, blauer, gelber Käfer. Schwarz-gelb ist er. Dortmund-Käfer. Nee, nicht den meine ich nicht. Der ist auch schwarz-grün. Ich meine den Käfer, den dicken, der da hinten hinter dieser Barriere ist. Der hier. So, und der schickt jetzt da so gelbe Giftwolken raus. Ja, und das ist ziemlich hässlich. Weil die hauen ordentlich rein. Ich lass mich jetzt mal abschießen. So, und dann haut er noch so Käfer raus. Komm, schieß mich mal ab. So, also man sieht, das ist nämlich ein massiver Giftschaden, der hier von dem rausgeht. Das sollte man sich vielleicht ein bisschen in Acht nehmen. Und immer schön drauf, immer mitten ins Gesicht hier, komm, immer mitten in die Fresse rein. Ja, genau, immer mitten in die Fresse rein. Ding, ding, diddle, ding, 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 ding. Haben schon die Ärzte gesungen, gell? Immer mitten in die Fresse rein. Ole. So, aber es ist echt, diese Bosskämpfe, die sind einfach lächerlich, wenn man genügend Gesundheitsregeneration auftreibt und dann, entsprechend hier sich, gut, soll ich vielleicht mal diese Käfer hier erst killen? Komm. So. Dunkles Bündnis dazu. Ein bisschen Energie regenerieren. Ja, ich sollte mich vielleicht nicht von den Giftattacken erwischen lassen, dann geht's ganz gut. Ich meine, ich könnte natürlich auch hier hinter den Schränken mich verstecken. Hier zum Beispiel, ja, dann trifft er mich nicht. So. Umgeplatzt ist er. Richtig weggeplatzt. Du Opfer. So, jetzt haben wir den Boss auch noch gekillt und sind mittlerweile wieder bei über 30 Minuten. Deswegen werde ich jetzt hier rausgehen und dann das Spiel beenden an der Stelle. Holen wir uns noch die Schriftrolle und dann haben wir das. Gut, und bevor ich es vergesse, vielleicht noch, Schriftrolle und die Quest oben soll ich noch abschließen, vielleicht, das Familienschwert. So, jetzt haben wir die Schriftrolle der Beschwörung und gehen hier hinten raus und sind hier am nächsten Brunnen im Hathor-Becken und jetzt mache ich hier noch geschwind diese Quest, weil sonst vergesse ich die wieder. Das ist auch so eine, die ich immer wieder vergesse. Leider abzugeben. Und da ärgere ich mich dann halt hinterher, wenn ich dann wieder ewig zurücklatschen muss oder so. Oder wenn ich es dann gar nicht vergesse und es gibt halt tolle Belohnungen, was jetzt hier nicht der Fall ist, aber... Ja, dein Schwert, ich hab's gefunden. Nun, ich muss dir danken, Krieger. Nein, nein, ich empfinde es als Pflicht, dir deine Hilfe zu bezahlen. Ah, das ist aber nett von dir. Her damit. Das klare Essenz vom Ankh der Isis. Wunderschönes Amulett. Relikt. Passt optimal. Gibt nämlich einen Haufen Gesundheitsregeneration und Leben. Hier, kann man sich anschauen, da. Findet man hier im in Ägypten zuhauf. Gibt es immer wieder. So, ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Ganze mal. Und wir sehen uns dann vielleicht demnächst mal wieder. Jetzt mache ich erstmal Schluss soweit. Das ist unser Charakter. James Bond 007 sagt Adios. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Spielen.